Herzlich willkommen zurück zu Angels of Death mit Porn und Pony Lutz von BHB Alrighty. Im letzten Part haben wir alle Stockwerke wieder besucht, eigentlich fast nichts gefunden und jetzt laufen wir mit Zack herum. Eine üble Mischung. Danny hat die Medikamente, wir wollen uns Danny holen, gleichzeitig ist Priester Gray verschwunden und hat Rachel mit einem süßen Duft und seiner Riesenschlange verführt. Ja, das habe ich mit Absicht so gesagt, damit ihr euch wieder ärgern könnt, was dieses blöde Pferd immer für schweinischen Mist von sich gibt. Back in the game und wir folgen der interessanten Blutspur, die in einen neuen Raum zu führen scheint. Letztes Mal sind wir hier reingegangen, das war ein Highlight. Es war eine Lebenserfahrung. Ich glaube, ich habe noch nie eine Mischung aus Eistee, Bier, Schnaps und Drogen genommen. Ich kann es nicht weiterempfehlen. Aber ich bin dafür, dass jeder es einmal in seinem Leben machen sollte. Was ich damit sagen will, ist, nehmt keine Drogen und sauft kein Bier. Und wenn ihr es miteinander kombiniert, seid ihr im Arsch, okay? Hört nicht immer auf den Scheiß, den ich euch versuche zu sagen. Wir gehen jetzt durch diese Tür und beenden vielleicht endlich mal das Spiel. Let's go. Diese Tür ist hier offen. Tatsache. Und die Blutspur führt genau hier entlang. Ist Dr. Danny hier vorbeigekommen? Tja, finden wir es mal heraus. Hey, Zack. Hä? Was ist denn los? Vorhin hattest du dich als Monster bezeichnet. Heißt das, du bist nicht menschlich? Tja, lass mich dich mal was fragen. Erkläre den Begriff menschlich. Oh, jetzt gehen wir aber hier ins Detail, mein Freund. Alles klar, was ist für Rachel Gardner menschlich? Nichts. Danke. Was ist deiner Meinung nach ein anständiges, menschliches Wesen? Die von Gott akzeptiert werden? Hä? Was zum Teufel? Ist das alles, woran du immer denkst? Egal. Ich bin ein anständiger und normaler Typ. Egal, was alle sagen. Oder bin ich etwa was anderes? Sagt dein sogenannter Gott etwa, es sei unverzeihlich, sich von einem Monster töten zu lassen? Nein, mein Gott sagt so etwas nicht. Okay, ich versuche gerade diesen Geschichtsstrang zu folgen und... Ja, eigentlich, wenn man von einem Monster getötet wird, ist es ziemlich scheiße. Das ist ziemlich scheiße und ich glaube, wenn es jemals einen Gott gibt und dieser Gott schaut dir zu, wie dich so ein Monster in 1000 Stücke zerreißt, dann wird er sich denken, fuck life. Und er nimmt es nicht übel. Allerdings müssen wir schon auch mit dem Thema rechnen, Ray, du willst es. Du willst es. Das ist nicht so, als kommt das Monster daher und sticht dir ein Messer in die Brust oder Rücken oder wohin auch immer. Nein, du willst es. Du willst, dass dieses Messer dir die Brust, den Rücken oder was auch immer durchsticht. Ich glaube, wir müssen ein erstes Wörtchen mal mit Gott reden. Und uns klar werden, dass vieles auf dieser Welt schwierig zu verstehen ist. Aber egal. Mein Gott, sag so etwas nicht! Okay, jetzt beruhige dich. Wir haben bloß ein Späßchen gemacht. Dein Gott ist cool, Gott ist spitze. Ey Gott, was geht ab? Ey, my brother from another mother. Den musste ich bringen. Ich liebe GTA. GTA ist was Schönes. Schau sich einer an, wie ernst du plötzlich wirst.
Ja, scheiße. Ich hab was Dummes gesagt. Verdammt. Lass uns weitergehen. Okay. Ray, wenn du irgendwann ein mentales Problem haben solltest, weil wir Dinge sagen, die dir nicht gefallen, lass es uns wissen. Wir können drüber reden. Es gibt keinen Grund, dass du jetzt anfängst, hier herumzuschreien, okay? Goodie. Hey, Zack. Jetzt. Wir sind 6 Minuten jetzt in diesem Let's Play drin. Fast 6 Minuten. Wir haben alles, was wir erreicht haben, ist diesen Gang entlang laufen. 6 Minuten brauche ich dafür. 6 Minuten. Diesmal bin ich mit keinem Scheiß dahergekommen. Ich rede nicht über Titten, ich rede nicht über Schwänze. Ich sage nicht 100 Mal im Leben Scheiße. Ich versuche nicht, dieses Let's Play gerade eben wieder zu behindern, indem ich dumme Wörter sage, auch wenn ich gerade eben das Let's Play behindere, weil ich dumme Wörter sage. Ray! Just shut the fuck up! Danny ist auf dem Weg nach draußen, wohin auch immer. Und Zack rennt mit einem offenen Bauch herum. Hör auf, uns immer wieder abzulenken. Okay, Ray. Was hast du? Was ist dein Anliegen? Wohntest du in dem Zimmer, wo ich das Messer gefunden habe? Was ist denn mit dem Zimmer? Ich war bloß neugierig. Hä? Das hat was damit zu tun, was wir vorhin besprochen haben, aber ich weiß eigentlich gar nichts über dich, Zack. Yeah, aus irgendeinem Grund wurde ich einfach neugierig. Was zum Teufel? Mann, bist du komisch. Ich glaube, das Zimmer hätte mal komplett aufgeräumt werden müssen. Und wir sind schon wieder an dieser blöden Stelle angelangt. Ray, provoziere ihn bitte nicht. Lass ihn sein Leben leben. Wenn er sein Zimmer nicht aufräumen will, dann tut er sein Zimmer nicht aufräumen. Jesus Christ. Ich versuche hier nur das Leben zu retten. Woran ich übrigens schon ein paar Mal kläglich gescheitert bin. Ich kann nicht alles und ich kann nicht überall sein für sie. Aber gerade eben jetzt im Moment versaut sie es selber wieder. Super. Ach, wen interessiert's? Ist ja nicht so, als würde ich dahin zurückkehren. Daher kann's mir scheißegal sein. Gut. Ich will jetzt diesen Gang entlang laufen. Und ich will nicht, dass wir abgelenkt werden. Okay? Gut. Das ist übrigens ein zerbrochenes Spiegel, den schauen wir uns an. Ein zerschnittenes Gemälde, das eine Schlange zeigt. Excuse me? Nicht nur, dass es nicht ein Spiegel ist, es ist ein bekanntes Bild. Und dieses Bild hat etwas gezeigt, das mir Angst macht. Oh Gott. Oh Jesus. Ich habe was gehört. What the fuck? What? Schlangen? Oh! Sind die jetzt echt oder sind die nicht echt? Ja, hör auf zu träumen, die sind echt diesmal! Okay, sie sind echt! Lauf, geh ohne mich voraus und finde einen Weg nach draußen! Oh Gott! Sag nein! Ach, scheiße! Ich kann die unmöglich alle mit diesem alten Messer killen. Hey, ich dachte, ich hätte dir gesagt, du sollst laufen. Okay. Da ist der Ausgang und er ist offen. Zack, hier ist dein Weg nach draußen. Ich komm schon, warte auf mich. Beeil dich, Zack. Oh Gott. Zu viel Rot, zu wenig
leben. Oh, Jesus fucking Christ, Zack! Das Tier wollte sie nur töten und fressen, was sie übrigens gerne haben möchte. Das ist kein Grund, dass du jetzt... Alter, wir haben jetzt in diesem Let's Play einen Vogel verloren und eine Schlange. Peter ist mir sowas von am Arsch. Die ficken mich. Ich kann das Haus nicht mehr verlassen, ohne dass so ein Typ in einem Panda-Bär mich verfolgt. Und jetzt hat er einen Grund, dass er mich noch mehr verfolgt. Alter, ich muss... Meine Tür ist jetzt verschlossen. Ihr könnt mich mal kreuzweise. Zack? Das ist einfach scheiße. Ich kann nicht laufen, meine Sichel ist mir zu schwer. Durch was für eine Foltertour führst du mich eigentlich? Oh, fuck. Zack, du blutest. Ich könnte jetzt einen Spruch mit Tampons bringen, aber das hatten wir alles schon. Und Zack ist nicht der Tampon-Mensch. Hey, setz dich in Bewegung. Ich hab nicht alle Schlangen getötet. Okay, lass uns verschwinden. Lauft um euer Leben, verdammte Scheiße. Oh, what the hell. Verdammt, ich fühle mich so schwach. Bleib still und rühr dich nicht. Das könnte sonst übel enden. Hey, ich sagte dir doch, dass es mehr braucht als das, um mich zu töten. Nö, nicht mit mir diesmal. Bleib einfach sitzen. Dieser Blick in deinen Augen... Zack, lass es einfach gut sein. Von hier aus mache ich alleine weiter. Ich verspreche, dass ich diesmal Medizin finden werde. Hey, du verhältst dich in letzter Zeit ganz schön komisch. Was zur Hölle ist bloß los mit dir? Hä? Uns abgesehen davon, dass wir zusehen müssen, wie du immer mehr krepierst. Ah nee, sonst geht's uns eigentlich ziemlich gut. Keine Sorge. Dieses düstere Gesicht. Was zum... Verheimlichst du mir etwas? Nein, ich... Ist doch jetzt egal. Ich muss so schnell es geht Medizin für dich finden. Ignoriere gefälligst nicht meine Frage. Außerdem bist du ohne mich so gut wie tot. True, true. Es sind Dinge passiert, auf die bin ich nicht stolz. Und es werden Dinge passieren, auf die werde ich nicht stolz sein. Oh, ich hab doch die Pistole. Solange ich die bei mir trage, auch wenn der Doktor hier in der Gegend ist. Na schön, dann zeig sie mir doch mal. Hm? Hey. Herzeigen. What? Bang. Scheiße aber auch. Keine Munition mehr. Hey, was bringt es, eine ungeladene Waffe mit dir herumzutragen? Was denkst du dir dabei? Ich weiß nicht, wie viele Schüsse haben wir in Kaffee reingesetzt? Einen oder 100? Ich kann mich nicht mehr so recht dran erinnern. Ich war nämlich in einem Delirium. Aber ja, eine Pistole ohne Munition ist schlecht. Gott, verfluchter Scheiße, Ray. Und ich dachte, wir könnten uns wenigstens so verteidigen. Natürlich können wir uns so nicht verteidigen. Hm. Ah, Scheiße.
Wenn das hier alles ist, was du hast, bist du da draußen so gut wie tot. Möchtest du denn gar nicht mehr von mir getötet werden? Außerdem drehst du schon komplett durch bei dem Gedanken, dass ich hier den Löffel abgeben könnte. Was willst denn eigentlich von mir? Was geht da eigentlich in deinem Kopf vor sich? Du hast für mich zu Gott geschworen. Scheiße, jetzt geht das wieder los. Kannst du einem Monster überhaupt trauen, dass er sein Versprechen hält? True. Auch das ist ja true. Du bist kein Lügner, richtig? True. Auch das true. Nö, mein Wort ist Gesetz. Dann... Aber... In dieser Welt gibt es keinen Gott. Oh Gott. Oh nein. Oh nein. Du hast die Gott-Taste gedrückt. Du hättest nicht die Gott-Taste drücken dürfen. Da liegst du falsch. Wenn kein Gott existiert, was soll ich denn dann machen? Zack, es liegt nicht nur daran, dass du zu Gott geschworen hast. Selbst wenn jemand anderes für mich zu Gott geschworen hätte, es wäre nicht das Gleiche. Was denn dann? Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Tut mir leid. Was zum Teufel ist bloß los mit dir? Hey, tu mir einen Gefallen. Und lächle. Aber genau jetzt glaube ich nicht, dass ich das könnte. Ich weiß, dass du scheiße bist darin. Tu's einfach. Okay, so direkt hier, hallo? Du hast ihn umgebracht, Ray. Dein schiefes Lächeln hat Zack getötet. Nein! Oh Gott! Zack? Ich leg mich schlafen. Mach doch, was du willst. Er schläft nur. Gott sei Dank. Hey. Nimm's mit. Wahrscheinlich weißt du eh nicht, wie man's benutzt. Zack. Take it. Die Klingenkante dieses dreckigen Messers ist unglaublich scharf. Nimm's an dich. Messer erhalten. Dankeschön. Dieses Messer. Ich frage mich, ob ich damit überhaupt umgehen kann. Damit, dieser Mann verreckt. Und wir haben nichts anderes außer ein altes, rostiges Messer und ein 13-jähriges Mädchen. Ein 13-jähriges Mädchen, sie ist 13! 13! Sie ist doch nur 13! Ehrlich wahr, wir sind sowas von gefickt, Leute. Wir sind so
Wir sind so gefickt, das tut schon weh. Tut so weh. Oder echt, ich habe nichts Flüssiges mehr zu Hause. Gibt's irgendwas, was man essen kann? Da wird man high drauf. Außer Brownies. Von denen habe ich nämlich genug. Goddammit. Alles klar. Gib dein Bestes, Ray. Oh Gott, nein! Nein, 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 nein! Der süße Duft. Puh, diesmal geht's mir an den Kragen. Ich fühle mich schwindlig. Riecht, als wär's diesmal gefährlich. Okay. Es wird schon. Es wird schon. Wir sind jetzt 3 Schritte gegangen. Noch hat sie eine Überlebenschance. Auch wenn sie mittlerweile sehr gering geworden ist. Ich muss mich beeilen. Gut. Das Tor ist verschlossen. Well. Das Tor ist verschlossen. Es öffnet sich nicht. Gibt's hier sowas wie einen Öffnungsmechanismus? Hier gibt es nichts außer Wasser. Ich frage mich, ob da was drin sein könnte. Nun, ich habe die Antwort auf unsere Fragen gefunden. Da liegt was im Wasser. Bei näherer Betrachtung hat dieses Wasser einen äußerst beißenden Geruch. Da ist was auf dem Grund dieses Wassers. Ich glaube, das kann ich eindrücken. Ob das ein Schalter ist? Dieses Wasser würde mir die Haut abbrennen, wenn ich es berühre. Was? Was ist das für Wasser, wenn es dich verbrennt? Ich meine, reden wir jetzt hier von heißem Wasser oder ist es Flüssigsäure? Oder Schlimmeres? Kommt es aus einem Geschlechtsteil eines Mannes? Darauf habe ich gar nichts zu sagen. Ich habe meine schlechte Witzebatterie ist leer. Ich kann euch nichts mehr bieten. Ich bin so fix und fertig. Ich möchte doch nur nach Hause. Seit Anfang dieses Parts wäre lächerlich. Aber seit Anfang dieses Let's Plays will ich doch nur zurück an die Oberfläche und nach Hause gehen. Auf meine schöne grüne Wiesenweide. Meine vielen Pferdefreunden. Meine Ponys. Den Bitches. Und den Haus. Es ist eine komische Wiese, um es kurz zu deuten. Also bitte, bitte. Frag nicht allzu viel nach. Ich muss es schaffen, diesen Schalter zu drücken, ohne dass das Wasser meine Haut zerätzt. Gut. Habe ich irgendwas? Die Bandage. Wirf die Bandagen rein. Wirf das Messer rein. Ich frage mich, ob ich das Messer in das Wasser tunken kann. Okay. Es ist offen. Das Messer. Ah, es wird schon gehen. Was heißt, das geht schon? Ist es kaputt, oder? Ray? Sieht okay aus. Ich habe aber ein ungutes Gefühl, dass sobald wir damit auch nur einmal schwingen, es zu Staub zerfällt. Hast du gut gemacht, Ray. War sehr schön, Ray. Ich will doch nur wirklich zurück auf eine grüne, saftige Weide. Aber nein, sie müssen immer die Türen verschließen und Tore aufbauen und immer alles schwierig machen für mich. Okay. Ray, erklär mir, was da vor mir ist. Das Tor ist zu. Hier schon wieder? Da ist ein großer Hebel. Sieht aus, als könnte ich das Tor mit ihm öffnen. Gut. Ich schau mir erstmal das hier an. Hier ist ein elektrisches Kabel, aber es wurde zerschnitten. Das ist schlecht. Wenn ich es irgendwie verbinden könnte. Ah, ich glaube, ich sehe das Problem dieses Falles. Wir gehen her,
drücken. Da ist ein Hebel, aber er funktioniert nicht. Oder wir drücken nicht, weil es sich nicht drücken lässt. Okay. Sieht aus, als muss der Strom erst angeschlossen werden. Ja. Also gehen wir her. Und wir nehmen das gute, alte, rostige Messer und machen es noch ein bisschen mehr kaputt. Das Messer besteht aus Metall. Es sollte Elektrizität weiterleiten. Gut. Alles oder nichts? Tu das. Jetzt läuft der Strom wieder. Der Hebel kann jetzt benutzt werden. In Ordnung, das sollte reichen. Ich sollte mich beeilen und das Messer von dem Kabel entfernen. Wie willst du das denn schaffen, wenn da gerade eine 1000-Volt-Leitung angeschlossen ist? Ich frag gar nicht, tu's einfach. Strom läuft durch das Messer. Das Messer. Der Griff ist etwas geschmolzen. Oh Gott, da wird jemand ziemlich angepisst sein, sobald wir ihm dieses Messer zurückgeben. Wenn er bis dahin noch lebt. Okay. Die Klinge passt aber noch. Ich frage mich, ob es in Ordnung ist, es weiterhin so zu benutzen. Wahrscheinlich nicht. Aber ich sehe keine andere Möglichkeit, Ray. Okay. Sie machen es mir immer schwerer. Gut. Zeige mir diesen Spiegel. Ein Spiegel thront an der Wand. Was muss ich machen? Hier ist doch sonst nichts anderes. Dieser Spiegel, kann ich ihn mit dem Messer zerbrechen? Oh Gott. Also, wir haben das Messer in Säurewasser, das aus einem männlichen Geschlecht gekommen ist, wahrscheinlich. Wir haben noch keine Hinweise drauf, aber ich gehe davon aus. Getunkt. Wir haben es mit 10.000, wenn nicht sogar 100.000 Volt elektrisch geladen. Und jetzt zerschneiden wir damit auch noch einen Spiegel, wofür man eigentlich einen Glasschneider braucht. Dieses Messer ist tot. Es ist tot. Wir sehen es nie mehr wieder. Tu's. Ich hab's geschafft. Es sieht irgendwie aus, als würden zwei Messer aufeinander einstechen. What? Der Spiegel ist stabil, aber es sieht aus, als könnte sechs Messer ihn zerstören. In Ordnung. Jesus Christ. Oh fuck, Ray, du bist ja richtig sauber dran. Blut? Oh, das Messer. Oh nein, sag nicht, es ist jetzt wirklich tot. Der Spiegel ist kaputt, aber die Messerklinge wurde dabei angeschlagen. Okay, das heißt, es ist noch halb ganz. Damit kann ich leben. Tut mir leid, Zack. Okay. Was für ein toller Part, nicht wahr? Wir haben so viel erlebt. Wir wurden von Schlangen verfolgt. Wir haben eine Schlange getötet. Peter ist jetzt ziemlich sauer auf uns. Wir haben Zack schon wieder verloren. Wir haben sein Messer verloren. Und jetzt haben wir einen toten Spiegel vor uns. Letztes Mal haben wir versucht, mit einem selbstspielenden Piano zu reden. Das hat nicht so richtig funktioniert. Jetzt müssen wir uns mit einem toten Spiegel auseinandersetzen. Oh ja, das wird genauso gut enden. Das sehe ich schon auf uns zukommen. Ray, holy shit, ich muss ehrlich sein, you're fucked. You're simply badly fucked. This is the end. And I accept it. And there's nothing we can do. Auf Deutsch übersetzt, scheiße.
Ladies and Gentlemen, herzlichen Dank, dass ihr wieder mal dabei gewesen seid bei einem wunderbaren Part von Angels of Death. Ich hoffe, es hat euch wieder mal sehr gefallen. Und ja, was wir nun als nächstes tun müssen, was da von uns nun erwartet wird, das, liebe Zuschauer, seht ihr im nächsten Part. Habt noch eine wunderbare Zeit auf YouTube. Lasst euch gut gehen und Porn und Pony Lutz verabschiedet sich von euch mit folgenden Worten. Bye, bitches!